Hallo Kids, herzlich willkommen im Kinder- und Jugendzentrum Treffen-Bebelhof. Heute mit Peters Fahrradwerkstatt. Wir wollen euch heute zeigen, was ihr täglich am Fahrrad schauen müsst, ob auch alles in Ordnung ist. Und dafür habe ich mir eine kleine Liste gemacht, die ich euch jetzt mal vorstelle. Wir schauen heute nach den Bremsen, nach dem Licht, nach Reifen und Luftdruck, nach der Kette, nach den Reflektoren, ob die alle fest und da sind, und nach der Klingel. So, jetzt sind wir schon bei der Kette angekommen. Und um die Kette schön zu kontrollieren zu können, ist es am einfachsten, wenn wir das Fahrrad auf den Kopf stellen. Dazu ein Tipp. Ihr stellt euch den breiten Schritt hinter das Fahrrad. Dann greift ihr mit der einen Hand unten an den Rahmen und jetzt kommt der Trick. Nicht mit der anderen Hand am Rahmen, sondern vorne unten an die Gabel. Und das Fahrrad leicht anheben, und dann braucht ihr es nur noch in den Handgelenken rumzudrehen und ihr steht auf dem Kopf. Jetzt sehen wir auf die Kette hier. Die Kette muss gut geölt sein. Nicht so schmutzig wie meine, aber gut geölt. Und wenn man es durchdreht leer, muss es ohne laute Geräusche gut laufen. Ihr müsst aufpassen, dass keines der Glieder irgendwie verklemmt oder verrostet ist, dass es sich nicht frei bewegen kann. Und wenn das in Ordnung ist, könnt ihr von hinten nochmal auf die Schaltung gucken, dass die Kette ganz sauber auf das richtige Zahnrad läuft. Und dann läuft das Rad auch ganz leise mit. Das war's mit der Kette. So, das war's jetzt erstmal für heute. Aber wenn ihr Fragen habt oder Probleme habt mit dem Fahrrad, wenn wir hoffentlich bald wieder nach Corona-Zeiten offen haben, kommt vorbei bei uns ins Jugendzentrum und wir helfen euch weiter. Bis denn. Tschüss.